Ah, so, ich habe jetzt mal eben diese zwei Flaggen, die jetzt hier noch in dem Gebiet waren, die habe ich nochmal schnell eingesammelt und die hier ganz hinten, die werden wir dann nochmal so zwischendurch dann holen. Ja, mit der Schatztruhe, werde ich mir nochmal spätere Gedanken, Gedings und so weiter drüber machen. Wir machen jetzt erstmal hier die nächste Mission, weil ich mich gerne wissen will, was jetzt hier bei diesem komischen Ding jetzt passiert. Ob da jetzt der Edenapfel wirklich drin ist oder was da jetzt genau passiert, ich weiß es nicht. Mal sehen. Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Danke gleichfalls. Wache! Oh, geil. Wache! Wache! Mit dem Edensplitter aus dem Vatikan entkommen. Keine Gesundheit verlieren. Okay. Keine Zeitvorgabe, ne? Muss ihn lang. Nein, der Innerf können wir. Was? Ja, ganz toll. Je länger sie den Apfel einsetzen, desto mehr Gesundheit verlieren sie. Darf ich erstmal erfahren, wo ich überhaupt hin soll? Also ich soll ja den Vatikan verlassen. Das ist soweit korrekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringen wird. Also jetzt einfach durchzurennen, weil ja auch schnelle Wachen dabei sind. Also ich glaube, die volle Synchronisation, die werden wir nicht hinkriegen. Ja, das war klar. Also komm, wir laufen einfach durch. Lauf, Forrest, lauf! Nö, lass mal. Ja. Yeah. Oh ja, geh da unten weg, du Penner! Gerade dann in den Weg laufen, wenn ich hier vorbei will. Ist ja normal. Anonym werden. Jupp, Moment. Hui! Schwimm, Forrest, schwimm! Und lauf! Und alles! Gönn dir! Ja. August 1503 in Rom. Okay. Wir haben den Edensplitter. Ja. Yeah! Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, verwelkt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Okay. Aber ich darf jetzt wieder normal kämpfen oder muss ich jetzt die ganze Zeit diesen Edenapfel halten? Das gibt's doch nicht. Ich kann auch keine Medizin. Was? Ich kann keine Medizin einsetzen? Alter, was ist das denn für eine schöne Sache? Naja.
Achso, wir müssen einfach... Ja gut, alles da. Gut, ja. Lass mich raten, wir mitten hier hoch. Apfel benutzen, so gesagt, als Waffe. Okay. So Leute, lasst mich mal bitte durch. Ihr müsst sie finden. Die sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten! Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Oh, was ist das für ein Zauber? Bitte, Herr, verschont mich! Alter! What the fuck? Wieso zieht mir das eine Energie ab? Was ist... Ja gut. Aber das ist ja dreist. Alter Finne. Hier, komm, kloppt euch mal gegenseitig her. Ja, die Gang nämlich die Ziele jetzt mal langsam eliminiert. Ja, Kumpel, du sollst ihn hier mal angreifen, ne? Ist das Buggy? Toll, einer ist jetzt hier und die anderen drei sind da drüben. Jetzt kann ich gerade irgendwie gar nichts machen. Können wir ihn nicht hier irgendwie rüberschieben oder so? Okay. Wieso stirbt der jetzt nicht? Okay, die Energie lädt sich zwar wieder auf. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert mit dem Edenapfel. Ja, schön. Geil. Demilitarisierung. Mhm. September 1503 in Rom. Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Cesares Treffen mit den Kardinälen auflösen, damit er sie nicht erfolgreich um Hilfe bitten kann. Okay.
Warte mal, kann ich die vielleicht mitnehmen? Geht das? Egal. Nice. So, hier, weißt du was? Darf ich dich mal bitte anvisieren? Hallo? Hey! Ich kann dich anvisieren. Das ist ja komisch. Nur das so. Bitte lasst mich leben. Nein, ich flehe euch an. Verschont mich. Das bringt ja gar nichts. Warte mal, ich mach das nochmal eben. Ach, jetzt. Ich kann mich irgendwie mit diesen Edenapfel nicht so nicht so anfreunden, ich weiß nicht. Ist zwar ganz cool, aber... Ich hoffe ja mal nicht, dass das jetzt diese beiden Wachen waren, die ich jetzt gedingsen musste. Es könnte aber gut möglich sein. Man fährt wohl? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt irgendwie was zu bedeuten hat. Das ist der Taubenschlag da vorne. Vielleicht hätte ich die beiden Wachen doch nicht töten dürfen. Es ist nur so eine dumme Vermutung von mir, aber es könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Hier in dem Gebiet... Oh. Ja, bitte. Du kannst weitergehen, ne? Spacken. Ich bleibe jetzt erstmal auf dem Pferd. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt. Keine Ahnung. Ja, ich stehe hier auf dem Pferd. Also ich sitze, ne? Also. Und das Pferd guckt dumm aus der Wäsche. Oh, jetzt fängt er an zu laufen. Oh nein. Oh, musst du dich jetzt gerade umdrehen? Fette Sau, sieh zu, dass du weiterkommst. Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war.
Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen! Assassino! Lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut, aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Ergreift ihn! Hey! Hallo! Können wir hier kurz Energie wieder auffüllen? Ey! Hallo! Ey! Ich bin aber auch dran, ne? Kleiner Fotzenkopf, du! Du bist hackt! So. Der hält aber ganz schön viel aus, ne? Oh! Oh, bin ich doof! Oh, jetzt wäre ich fast gestorben. Er glaubt's ja nicht. So, haben wir's jetzt mal. Nee, lass mal. Lass. Stopp. Jetzt bin ich dran. Mal Ruhe. Genau, schieß das mal selber ab. So. Ich sag mal, wie viel hält denn der aus? Nö, jetzt reicht's. Wir holen uns den Buster. Ach, es sind mehrere. Mhm. Toll. Mindestens dann die Assassinen noch. Ach, und jetzt nochmal drei. Oh, immer mehr. Ja. So. Hier ist noch einer, Leute. Oh, sie ist abgehauen. So. Alter! Rot sehen. Ja, ich sehe auch gleich rot. Wenn es so weitergeht. Boah. Dezember 1503. Hier können wir Weihnachten feiern. Toll. Meine Männer sagen, Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Oh Gott. Alle Wege führen nach Schlavuzino Town. An der Seite der anderen Assassinen Cesare und seinen letzten verbliebenen Gefolg sollte konfrontieren. Ich sage erstmal Prost. Kleiner Kampfstück muss er auch sein. Und ich habe auf meinen Bildschirm gerotzt. Das ist geil. Da kommt Freude auf. So. Jo. Ne, Leute, ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Ich habe erwischt dich Termin, ne? Ganz Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie wissen, was sie tun. Boom, Baby! Huiuiui. Das war aber knapp, ne? Nee, lass mal. Lass mal. Ich muss ja mal hier ein bisschen NRE zurückgewinnen.
Weil das hat ja oberste Priorität und so, ne? So. So. Genau. Knüt mal alle hin. Perfekt. Amen. Jesus sei mit uns. So. Achso, ja, Moment. Bin schon da. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Micheletos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia, für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! 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 Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Doch! Also, sieht so aus, ne? Bisschen lustig. Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Ui. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. What the fuck? Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Checkpoint erreicht. Alter. Sequenz 8 beendet. Meine Gegenstände bei Kunsthändlern freigeschaltet. Ja, aber ich sag mal so, wir müssen doch auch noch Cesare besiegen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt Vittoria Agli Assassini. Ich glaube nicht, dass das jetzt so zu Ende geht. Das glaube ich nicht. Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Okay. Was? Was war das denn? Viana, März 1507. Was war das denn gerade? Sah aus, als wäre er gepupst hätte, ey. Der Sturz. Sequenz 9. Ah, das, also das... Das war gut. Das Olivenfeld erreicht. Entschuldigung. Oh, ne, also ohne Mist, das sah gerade richtig komisch aus. Ja, gut, warum nicht? Ich glaube, wir haben jetzt soweit alles voll, ne? Jo. Sieht gut aus.
So, warte mal, wie weit ist das jetzt entfernt? Ich glaube, ich muss auch wieder einen Schnitt machen. Okay. Oh. Jetzt weiß ich noch nicht, wenn wir jetzt... Kommen wir hier dann so die Straße rüber oder muss ich jetzt hier extra außen rum? Das wäre ja auch ein ganz schöner, großer Umweg, ne? Mit dem Pferd reißt es sich schneller. Andiamo! Hi, hi! Gut. Wenn das Vieh nicht will, dann machen wir das so. Aber ich mache trotzdem nochmal einen kleinen Schnitt, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie lang jetzt die Folge geworden ist, bevor es da doch Probleme gibt. Ne? Also lassen wir es lieber so.